Guten Abend, liebe Geschwister. Wieder mal sind wir zu sehen. Aber warum sind wir da? Nicht um uns zu präsentieren, aber wie immer auch unseren Herrn Joshua zu präsentieren. Wir sind hier heute mit der Jugend hier, mit jüngeren Leute, die auch an Jesus glauben, die auch den Jesus auf ihrem Weg begegnet haben und ja, an ihm glauben und sein Evangelium verkünden wollen. Bevor wir anfangen, natürlich wollen wir wie immer beten und dem Herrn um Unterstützung bitten, dass er uns mal führt und alleine das Ganze regiert. Bitten wir in Namen Jesus. Ja, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Güte, wir danken dir für deine Gnade. Danke, dass du uns erlaubt hast, uns heute wieder mal in deinem Namen zu versammeln. Du hast gesagt, da wo zwei oder drei in deinem Namen sind, bist du mitten unter uns, Herr. Führe uns, regiere, dass dein Evangelium die Herzen der Nationen berührt, die Herzen den Menschen berührt, die Herzen der Völker berührt, sodass sie dich sehen und zu dir zurückkommen. Danke, Joshua. Wir haben in deinem Namen gebetet. Amen. Ich bin der Bruder Dean. Ich glaube, wir können uns einfach mal alle präsentieren. Ich bin der Bruder Achille. Ja, ich bin die Schwester Laurence. Ich bin die Schwester Madalena. Ich bin der Bruder Bob. Also wir sitzen hier zu fünft, ja, mit unseren Geschwistern, Bruder Bob, Schwester Madeleine, Schwester Laurence und der Bruder Achille. Was mich interessiert ist, Malte, ich sehe hier lauter junge Leute. Was ist passiert? Also wie seid ihr dazu gekommen, zum Herrn zu kommen? Was ist passiert? Erzählt mal einfach mal. Wer möchte? Also gerne kann ich anfangen. Also Schwester Madeleine, erzähl mal, wie ist es passiert? Wie hast du den Herrn empfangen? Also ich habe den Herrn damals in Berlin empfangen. Ich war in einer schwierigen Situation in meinem Leben einfach und ich dachte mir, dass es halt so nicht mehr weitergeht. Und damals in Berlin hatte ich andere Geschwister halt getroffen und die hatten mich halt auch motiviert, diesen Weg einzugehen. Am Anfang war es natürlich nicht leicht. Man hatte natürlich viele Begierden, man wollte halt sein Leben leben, alles machen, was man möchte. Aber im Endeffekt war es nicht das Richtige. Und in Berlin damals habe ich mich auch taufen lassen und seitdem gehe ich diesen Weg. Es ist nicht einfach, ja, das stimmt, aber es ist machbar. Ich bin auch sehr jung noch, ich bin 26 und es ist möglich für uns Jugendliche, überall auf der Welt Jesus zu empfangen und das Leben zu leben, was Jesus für uns möchte. Ja. Interessant, also mit 26 dient sie den Herrn, also, aber du hast den Herrn schon vorher empfangen. Also wann war das ungefähr? Das ist jetzt schon 6 Jahre her. Also vor 6 Jahren hat sie den Herrn begegnet, hat ihn empfangen und hat dadurch ihr Lebensstil, ihre Lebensart geändert. Mein Bruder Achille, wie war es bei dir? Wann hast du den Herrn empfangen? Das war in meinem Zimmer, als ich noch Student war. Und es war eine Zeit meines Lebens, wo alles war dunkel und ich war so gefangen von der Sünde. Ich war im Umzug und ich habe mich masturbiert, ich habe Pornofilme geguckt und ich habe irgendwo gesucht nach Hilfe. Und ich meinte, ja, irgendwo vielleicht in der Religion, wenn ich mich taufen lässt, in der katholischen Religion, dann werden die Sachen vielleicht sich ändern. Es wird vielleicht besser sein, aber ich habe das gemacht und ich habe gemerkt, das hat mich überhaupt nicht geholfen. Ich bin immer tiefer in der Sünde gegangen. Ich hatte eine Freundin und ja, das hat nicht gereicht. Und von der Situation habe ich den Herrn gesucht und er hat sich in meinem Zimmer offenbart und so bin ich zu den Herrn gekommen. Mhm. Ja. Ja, super. Ja. Ja, meine Geschichte ist ein bisschen sehr lang. Genau, das war hier in Deutschland. Ich bin 2013 in Deutschland gekommen
Und schon als Kleinkind, ich habe Gott sehr gesucht. Und ich bin sehr tief in der Religion gewesen, weil ich dachte, diese Nähe mit Gott finde ich irgendwie in der Religion drin. Ich habe versucht dann mehr in der Religion aktiv zu sein. Und ich habe in der Kirche gelesen, ich habe Beziehung mit Priester gehabt. Ich habe eigentlich diese Beziehung mehr mit Menschen gehabt, aber nicht mit Gott. Und das hat mich ein bisschen gestört. Und in der Kirche auch, ich habe bemerkt, ah ja, die Leute sind nicht ehrlich, sie sind nicht wahr. Obwohl sie sagen, sie dienen Gott. Aber was sie da drin machen, ist was meiner Meinung nach nicht genau, was Gott möchte. Und das hat mich immer innerlich gestört. Ich habe das keiner gesagt, weil ich war wie, ich war anders, ich weiß nicht, ich dachte, ich war anders, weil die Leute meiner Generation haben anders gedacht, sie haben die Sachen normal gefunden, dass ich persönlich nicht normal fand. Ja, und immer mehr und mehr, schon als Kleinkind, Gott hat mit mir gesprochen. Und er hat eine Sache, die er mir gesagt hatte, war, dass ich niemals mit einem Mann vor der Ehe schlafen soll. Und das habe ich, obwohl ich überhaupt nicht die Bibel gelesen habe, oder ich habe nur in der Kirche gelesen, weil die Leute, wir kommen, wir machen einfach, was die Kirche uns an den Tag sagt. Wir lesen einfach so, aber ohne zu verstehen, was da drin ist. Du liest einfach so, aber du verstehst nichts. Und dieses Wort hat mich mein Leben lang begleitet. Und egal was passiert, ich wusste das. Diese Stimme, und das war Gott, hat mir gesagt, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben. Und das war meine Kraft eigentlich. Und wann hast du den Herrn empfangen? Das war viele Jahre später. Okay. Ich bin da nach Deutschland gekommen. Und ja, ich habe gesagt, irgendwie, ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr. Diese Stimme möchte ich nicht mehr hören. Ich möchte mein Leben leben, wie ich möchte. Das ist mir egal, was ihr sagt. Ich bin jung und ich möchte auch anders leben wie die anderen Jungen auch. Und ich hatte einen Freund und ich habe die Entscheidung getroffen, mit diesem Freund damals Sex zu haben. Aber in mir drin, ich wollte das nicht, weil ich wusste, der Herr möchte das nicht. Aber ich wusste, ich wollte das machen, weil ich sagte, ja, ich möchte meinen Freund zufrieden machen. Ich möchte ihn nicht verloren. Und ich stand da in meinem Zimmer, ich war gesessen und eine Stimme, und das war Gottes Stimme, er hat mir klar gesagt, Laurence, du geh nicht zu Cabrel. Ja, ich habe diese Stimme geantwortet, okay, ich gehe nicht da drin, dahin, wo soll ich hingehen? Er hat einfach gesagt, du geh nicht dahin, Punkt, fertig. Und ich habe die Antwort gegeben, du bist Gott, du magst, was du möchtest. So habe ich geantwortet. Okay, wann hast du ungefähr, in welchem Jahr hast du den Herrn empfangen? Das war im 2014. 2014? 2014, oder? Oder 15. Wann? Das war im 2014. Also, okay, kein Problem. Ja, das war im 2015. Okay, also 2015, 2014. Vor 6 Jahren, hast du gesagt? Bei dir war? Ende 2012. 2012, 2014, 2015. Noch der Bruder Bob noch? Ja, ich habe ungefähr, ich glaube, also richtig, wenn ich... Ja, es gibt es ja nur richtig, weil früher haben wir gedacht, dass wir den Herr empfangen haben. Ich würde sagen, 4 Jahre. 4 Jahre ist ja. Also. Amen. Bei mir, auch nur kurz vor 2012 war das. Aber was ich interessant finde in dieser Reihe, alle waren Kirchengänger, bevor die den Herrn empfangen haben. Stimmt's? Alle sind zur Gemeinde gegangen. Viele haben schon mal die Bibel vorher gelesen, andere sogar, die ich hier kenne. Das wundert mich, dass er sagt, vor 3 Jahren? Vor 4 Jahren. Obwohl ich kenne den schon, der dient schon in der Gemeinde schon seit locker über 10 Jahren. Ja, 20 Jahre, sagt er.
Bei mir war es auch nicht, also bei mir war es auch mehr. War schon in der Gemeinde, hab gedient. Die Schwester war auch in der Gemeinde vorher, die war auch in der Religion vorher, der Bruder war auch vorher in der Religion. Aber die Bekehrung kam erst, interessanterweise, danach. Was habt ihr dann die ganze Zeit in der Gemeinde gemacht? Der Bruder sagt, die haben Zeit verschwendet. Also das ist ein Beweis dafür, dass wenn wir treue Kirchengänger sind, das ist ein Unterschied, ein treuer Kirchengänger zu sein, als wahrhaftig dem Herrn zu empfangen. Stimmt's? Es ist ein Unterschied zu dienen, also seinen Dienst zu dienen, Schlagzeug zu spielen, Gitarre zu spielen, zu predigen, zu evangelisieren, Bücher zu schreiben, etc. Es ist ein Unterschied, den Dienst zu dienen, als den Herrn zu dienen. Alle von uns waren Kirchgänger, alle von uns waren treue Kirchgänger, waren beschäftigt, haben einen Dienst gehabt, andere haben sich über Website gekümmert, andere haben gesungen, andere haben Schlagzeug gespielt, andere haben gepredigt, andere haben Fürbitte, waren in der Gruppe, haben gebetet für andere Leute, aber die haben den Herrn nie empfangen. Nie empfangen. Und das ist die Realität, die wir heute leider in der Gemeinde sehen. Die Jugend stirbt. Warum? Weil der Jugend wird die Wahrheit nicht gepredigt. Der Jugend wird die Wahrheit nicht vorgestellt. Alle dienen. Alle sind angeblich Christen. Alle sind Kirchengänger, haben ihre Gemeinden, denen sie treu sind. Aber wie ist deine Beziehung zum Herrn? Wir denken oder wir dachten alle, dass wir, weil wir zur Kirche gehen, weil wir zur Gemeinde gehen, dadurch die Rettung haben. Aber so einfach ist es nicht. Ihr täuscht euch. Wir werden ganz kurz was lesen, und zwar in Prediger, Kapitel 12, Abvers 1. Schau mal, Madeleine, du kannst das gerne lesen, wenn du gefunden hast. Ich lese im Namen des Herrn. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen, bevor sich verfinstern die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne. Ja, freu dich, Jünglein. Genau. Also, sag mal nochmal den Vers. Also, genau, das sag ist. Mal Kapitel. Okay, das ist 11. Mikrofon kannst du Prediger. Ja, Prediger 11, 9. Mhm. Fängt das dann an. Okay. Freu dich, Jüngling, in deiner Jugend und deinen Herzen. Mach dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um alle diese Dinge Willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leib fern. Denn Jugend und dunkles Haar sind Nichtigkeit, und denke an deine Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen. Wir können hier sehen, hier sagt man, freu dich in deiner Jugend. Tu, was du willst. Klaue, geh in Partys, feiern, geh in Clubs, lauf alle Frauen hinterher, such dir einen Freund, verkehre mit ihm, kannst in der Pornografie sein, mach, was du willst. Aber weißt du, es kommt ein Tag. Es kommt ein Tag, den keiner verpassen wird. Es kommt ein Rendezvous, den keiner verpassen wird. Du kannst deinen Zug verpassen, den ICE nach Berlin. Du kannst deinen Flug verpassen nach Mallorca. Du kannst eine Feier verpassen, weil du zu müde warst. Aber ein Rendezvous wirst du nicht verpassen. Und es gibt zwei sogar. Das ist der Tod und das ist die Rückkehr vom Herrn, wenn du nicht vorher schon gestorben bist. Diese zwei Dinge kann kein Mensch verpassen. Wird kein Mensch verpassen. Ihr werdet sehen, dass in der Gemeinde, die ist voller junge Leute heutzutage. Das ist was der Herr auch eigentlich will. Aber was passiert mit diesen jungen Leuten? Genauso wie wir auch in der Gemeinde waren. Aber wir haben den Herrn nie empfangen. Wir haben den Herrn nie begegnet.
Wir waren in Unzucht, wir waren in der Lüge, wir waren in Hass und Rassismus. Wir hatten Freunde, andere hatten Freundinnen, andere hatten sogar zwei oder drei. Aber jeder dient. Jeder dient und tut etwas, spielt. Vor allem in der Musik sind ganz viele junge Leute drin, weil die sich da wirklich von ihrem ganzen Herzen dahingeben. Wirklich dienen. Irgendwo sehe ich, dass diese jungen Leute auch ausgenutzt werden. Warum? Weil die Musik zieht an. Wenn du in der Stadt bist, zum Beispiel hier im Bonner Zentrum, und es wird laut Musik gespielt. Ihr werdet sehen, dass die Leute sich drumherum stehen werden. Einfach weil die Musik anzieht. Stimmt's? Die Musik zieht Leute an. Leute werden kommen, was ist da los, warum ist da so viel Lärm und kommen. Und genauso ist es auch in den Gemeinden. Deswegen seht ihr, viele junge Leute spielen Musik. Weil das zieht an. Die werden gebraucht in den Gemeinden. Aber wie ist ihr Leben mit dem Herrn? Genauso, die tun, was sie wollen. Die stehen da, währenddessen er spielt, schaut er sich die Choristen an, denkt, wow, die ist aber hübsch, wie sieht's aus, vielleicht könnte ich mit der heute Abend was trinken gehen und so weiter und so fort. Und dann treffen wir uns später im Hotel. Jeder tut, was er will. Aber wisse, das wird ein Tag kommen. Es wird ein Tag kommen. Und da wird der Herr dich fragen. Da wird der Herr dich fragen. War das das, was man in der Gemeinde gepredigt hat? War das das, was meine Bibel dir sagt? War das das, was mein Wort dir sagt? Junge Leute, wacht auf. Wacht auf. Der Herr möchte die Jugend auch benutzen. Er hat gesagt, er wird seinen Geist ausströmen, ausverteilen auf jeden, auch auf die kleinen Kinder, auch auf die älteren Leute. Aber wie ist deine Lebenssituation? Wie ist deine Lage? Bist du auch einer von denen, die tun, was sie wollen? Die denken, okay, ich bin jung, ich habe noch Zeit, ich werde mich erst bekehren, wenn ich älter bin? Das haben wir auch gedacht. Aber wie viele junge Leute haben wir hier gesehen, die wir kannten in Bonn zum Beispiel? Wir sind gerade heute in Bonn. Wie viele junge Leute, die wir persönlich kannten, die jünger sind als wir, die verstorben sind? Sind wir besser als die? Nein. Sind wir besser als die? Nein. Aber der Herr hat uns die Gnade gegeben, das Evangelium zu empfangen, ihm zu begegnen. Das ist das Schönste, was es gibt. Das ist das Schönste, was du haben kannst. Die Musik, die Predigt wird dich nicht in den Himmel bringen. Deine Treue zu der Gemeinde, deine Treue zum Pastor wird dich nicht in den Himmel bringen. Aber hast du wahrhaftig den Herrn begegnet? Denn außer ihm gibt es kein Heiland. Hast du wahrhaftig Jesus begegnet? Wir haben auch so gelebt. Wir haben auch getan, was wir wollten, oder? Also ich weiß nicht, ob die was dazu zu sagen haben. Wir haben auch so gelebt. Wir waren jung, haben gesagt, okay, wir sind jung, es ist normal, wir können tun, was wir wollen. Ah, ich habe noch Kraft, ich habe noch Zeit, ich habe sowieso noch vielleicht 50, 60 Jahre. Und irgendwann in den nächsten 20, 30 Jahren kann ich mich bekehren, wenn ich schon alle Frauen der Welt kennengelernt habe, wenn ich schon alle Frauen der verschiedensten Kontinente mal kennengelernt habe. So haben einige gedacht. Was könnt ihr dazu sagen? Das stimmt alles, was der Herr uns gerade geteilt hast. Und wir sind jung, wir glauben immer, wir haben die Zeit vor uns und wir machen, was wir wollen. Und am Ende gehört uns die Zeit nicht. Wir wissen nicht, was morgen geschehen kann. Und deswegen muss man sich immer, wenn das Gotteswort kommt, muss man sein Herz nicht schließen, muss man sein Herz öffnen, weil man weiß nicht, was in der nächsten Stunde, keine Ahnung, nächste Tag geschehen wird. Das ist, was ich noch dazu sagen kann. Ja. Ja, ich denke, irgendwo ist auch die Lehre hat uns gefehlt, weil wenn du in eine Metier, beziehungsweise wenn du in einen Beruf reingehst, wo du ungelernt bist, da machst du vieles falsch. Da denkst du, du machst das richtig, aber das ist das Gegenteil, was von richtig ist, also ist falsch. Also wenn ich das in diesem Punkt sagen würde, sollte ich sagen, da in der Zeit, in dem Moment haben wir wirklich die Lehre gebraucht. Und das hat uns gefehlt. Und deswegen haben wir Sachen gemacht, die wir dachten, dass es wäre richtig oder es war richtig. Aber wenn wir heute das Wort, ne, lesen, dann
verstehen wir wirklich, wir waren in komplette falsche Weg. Also das ist nicht der Weg, der für uns, sage ich mal, der Gott für uns vorbereitet hat. Oder das ist nicht der Grund, warum er am Kreuz gekreuzigt wurde. Ne? Weil wir haben immer gedacht, also ich spreche von mir oder von Bruder Dean, weil wir haben ja früher Musik gemacht zusammen. Für uns, wir haben gedacht, wir dienen Gott. Ja, wir waren wirklich, wir haben gesagt, wir sind Diener Gott, weil wir das Evangelium, ja, durch Musik, durch unsere Lieder predigen. Das haben wir gesagt. Aber wie kannst du denn predigen, wenn du denjenigen gar nicht kennst? Ne? Wenn du gar nicht nach seinem Wort oder nach seinem Gesetz läufst. Du kannst nicht hier in Deutschland leben, in Freien, sage ich mal, wenn du diese deutsche Gesetz nicht umsetzt. Du wirst entweder wirst du im Gefängnis, für uns Ausländer wirst du ausgewandert, abgeschoben. So dasselbe gilt auch für das Heilige Geist oder beziehungsweise Heilige Schrift, was der Joshua selber ist. Also irgendwo hat uns, meiner Meinung nach, die Lehre gefehlt. Das ist klar und deutlich. Uns wurde damals nicht beigebracht, was Sünde ist zum Beispiel. Ich dachte mir so, gut, ich lebe mein Leben, wie ich möchte, aber ich wusste nicht zum Beispiel, dass Klauen Sünde ist im Endeffekt, weil es nie gesagt wurde in der Gemeinde. Und es ist wirklich wichtig, dass man einfach eine gute Lehre bekommt. Vor allem jetzt weiß ich wirklich, was ist Sünde. Vorher wusste ich das nicht, weil ich halt auch keine Lehre hatte. Und ja. Aber also, wir haben ja schon rausgehört, wir waren ja vorhin in den Gemeinden, aber was wurde denn dann, wenn die wurde ja nicht präsentiert, also die wurde ja nicht das wahre Evangelium gezeigt, die wurde nicht beigebracht, was Sünde ist, was du tun und lassen sollst. Was wurde denn die ganze Zeit gepredigt? Du warst ja da. Es wurde eher über Wohlstand gesprochen, ne? Dass man, ja, dass man, wenn man zum Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, wenn man Geld gibt, dass man dann Segen erhält. Und wenn man jeden Sonntag in die Gemeinde geht, dass man in den Himmel geht und ja. Okay, du hast, Bruder Bob, du hast auch gesagt, es gab keine Lehre. Aber das ist auch einer der Gründe. Was wurde denn gepredigt, da wo du oder wo wir waren? Also ich muss mich da korrigieren. Ich würde, was heißt, es gab, also die Lehre würde ich nicht korrigieren, das stimmt wirklich, wir haben keine Lehre bekommen. Es gibt ja im Beruf lebend, sage ich mal, oder in Gesellschaft, es gibt Leute, die angelernt sind und es gibt Leute, die gelernt sind. Angelernt ist ein ganz anderes als der eine, der gelernt, ja, Fachmann ist. Ein gelernt ist ein Fachmann, der weiß, wovon der redet. So, das erwartet Gott von uns oder Jesus, ja. Oder Joshua, das erwartet er von uns, dass wir den kennenlernen. Ja, weil der offenbart sich. Den kann man nicht, sage ich mal, lernen, indem wir irgendwo in die Schule gehen, etc., etc. Aber das hat uns gefehlt. Unsere Leute, unsere Führungspersonen, sage ich mal, Vorstand, etc., Pastoren oder Evangelisten, die haben uns das nicht tiefgründig erklärt, wie wir mit dem Jesus oder mit dem Herr oder mit dem Wort Gottes umgehen sollen. Das war immer oberflächlich. Ja? Wichtig war, dass wir Musik machen. Wichtig war, dass wir viel andere Sachen machen. Aber dass wir diese Furcht, Angst würde ich auch sagen, dass wir diesen Respekt vor diesem Jesus, der sich in Golgotha gekreuzigt hat, das hat gefehlt. Weil ich kann jemand sagen, nee, hör auf zu klauen. Aber wenn ich denen sage, die Gründe, warum der klaut, was alles bringt, das ist ein Unterschied. Das will ich damit erwähnen oder sagen. Das ist Unterschied. Wenn ich sage, hör auf zu klauen, hör auf zu lügen. Aber wenn ich dir die Bedeutung von deiner Lüge erkläre, wenn ich die Bedeutung von, wo diese, deine Klauen, wo das dich hinbringt, dann wirst du Angst davon haben. Dann wirst du das verweigern, dann wirst du, nee, ich will lieber leben, ich lasse es. Ich will lieber leben, dann vermeide ich das.
Wenn ich dir sage, Alkohol ist schlecht, aber wenn die dir nicht erklärt, was Alkohol in deinem Körper kaputt macht, wirst du immer weiter trinken, weil das süchtig ist, genau wie Zigarette. Ja? Und das ist das, was uns gefehlt hat. Die haben uns zwar manche Dinge gesagt, das nehme ich an, gehe ich auch davon aus, aber nicht tiefgründig. Und das ist das. Und wenn wir sehen, es wurden viele andere, alle viele Dinge in den Vordergrund gestellt. Geld, der Präsenz, Dienst, aber nicht das Leben der Person, nicht der Seele dieser Junge, der Jugend, nicht der Seele des Volk, Gottes Volks. Aber Hauptsache, du bist da, du wärmst den Stuhl auf, also du bist da und du hältst den Stuhl. Das ist die Sinn der Sache. Das ist die Sinn der Sache. Der Herr hat gesagt, kommt zu mir, alle, die beladen seid, ich werde euch erquicken, ich werde euch Ruhe geben. Sein Evangelium gibt es nur ein Evangelium. Er meinte, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nah. Ist nah. Und jeder von uns muss Buße tun. Die Buße ist nicht nur für ältere Leute, Buße ist auch für junge Leute. Aber wir sehen, dass junge Leute leider tun, was sie wollen. Die leben genauso, wie wir gelesen haben im Prediger. Jeder tut, was er will. Aber jeder ist auch irgendwie präsent. Aber kann man so Gott dienen? Nein. Du dienst so nicht, somit dienst du nicht den Herrn. Somit dienst du dir selbst oder deiner Gemeinde und ganz krass gesagt dienst du den Teufel damit. Weil der Herr ist heilig. Der Herr hat, wie er sagt, wir sollen Buße tun, wir sollen so heilig sein, so wie er auch. Der Herr möchte die Jugend nutzen. Der Herr möchte auch, dass die Jugend ihm wahrhaftig dient. Es ist möglich. Wir sind auch nicht besser gewesen. Aber der Herr hat uns empfangen, hat uns die Augen geöffnet. Und wir sind nicht gekommen, um Leute zu verurteilen. Wir sind gekommen, um Leute die Augen aufzumachen. Seht den Weg, den ihr gerade nehmt, das ist der Weg, der euch in Gefahr bringt, ins ewige Tod. Hört auf, euch selbst zu befriedigen. Hört auf, Pornografie sich anzuschauen. Hört auf zu lügen, hört auf zu klauen. Wie viele Jugendleute klauen? Klauen fängt nicht nur damit an, dass wenn du in deinem Geschäft gehst oder Bank überfällst. Nein, aber wie viele Leute fahren sogar schwarz und sagen, okay, ich gehe zur Gemeinde. Ich habe ein Opfer gebracht für Gott. Der Herr hat gesagt, wir müssen die Gesetze respektieren. Und was machst du? Du denkst, du sollst eine Opfergabe geben für Gott? Nein. Das ist ein Opfer für den Teufel vielleicht, aber nicht für den Herrn. Wie viele Leute machen sowas nicht? Wie viele Leute tun nicht Gospel spielen, aber sind währenddessen die spielen, sind die voll gedröhnt mit Drogen und mit Alkohol? Wie viele tun das nicht? Oder währenddessen die spielen, machen die irgendwelche Frauen an? Wie viele Leute machen das nicht? Deswegen sagt die Bibel hier, Jugend, tu was du willst, aber wisse, eines Tages kommt es, wahrhaftig. Das Gericht tut Buße. Wenn der Herr unser Leben ändern konnte, dann kann auch dein Leben ändern. Wenn der Herr uns von dieser Sünde befreien konnte, kann er auch dein Leben befreien. Es ist nicht einfach, aber es ist der beste Weg, den es gibt. Wähle Jesus. Hör auf, die Gemeinde zu dienen, aber diene den Herrn. Hör auf, deinen Pastor zu dienen, aber diene den Herrn wahrhaftig. Den Herrn zu dienen bedeutet nicht die Gitarre spielen, bedeutet nicht Schlagzeug spielen, bedeutet nicht den Herrn zu dienen, bedeutet den Herrn zu fürchten. Das tun, was er dir sagt. Das ist Gott dienen. Abraham hat damals Isaac, Abraham und seine Frau haben damals Isaac bekommen. Und der Herr hat zu Abraham gesagt, geh und opfer mir deinen Sohn. Und er ist gegangen. Und als sie auf den Berg steigen wollten, hat er zu seinen Dienern gesagt, wartet hier, mein Sohn und ich gehen den Herrn loben. Hat er eine Gitarre mitgenommen? Nein. Hat er Schlagzeug mitgenommen? Nein. Hat er Mikrofon mitgenommen? Nein. Hat er Keyboard, Klavier mitgenommen? Nein. Aber er hat nur das getan, was der Herr von ihm verlangt hat. Das ist Gott loben, mit deinem Herzen. Hat nichts mit dem Gesang zu tun, mit schönen Stimmen. Das ist alles oberflächlich. Der Herr hat gesagt, er sucht nicht professionelle Prediger. Er sucht nicht professionelle Klavieristen oder Gitarristen oder Drummer. Er sucht es nicht. Aber er sucht wahrhaftige Diener, die ihm dienen im Geist und in der Wahrheit. Und das ist, was uns fehlt. Der Jugend wird die Wahrheit verheimlicht. Der Jugend wird die Wahrheit nicht weitergegeben. Die Wahrheit ist was? Wenn du so stirbst, egal, du kannst auch eine Mitgliedskarte haben von deiner Gemeinde, du kannst auch 5-mal getauft sein, 6-mal. Oder die ganzen Ältesten und die Prediger haben dir da die Hände auf den Kopf gelegt. Aber wenn du in der Sünde bist, bist du in der Sünde. Und wenn du damit stirbst, gehst du in die Hölle. Also bekehr dich, tu Buße und diene dem Herrn wahrhaftig. Tu Buße und diene dem Herrn wahrhaftig. Dreh der Sünde den Rücken und folge dem Herrn. Das ist die wahre Botschaft, die nicht von uns kommt, aber vom Herrn selbst. Wir sagen immer, wir sind nicht die Besten, aber wir wollen den Besten präsentieren. Joshua Hamashiach,
Jesus, der Messias, der einzige wahre Gott, der für dich ans Kreuz gestorben ist, nicht damit du Millionen bekommst. Der ist nicht ans Kreuz gegangen, damit du heiratest, der ist ans Kreuz nicht gestorben, damit du Kinder bekommst, aber der ist ans Kreuz für uns gestorben, damit wir uns von der Sünde abwenden, damit wir ihm folgen. Das ist der Grund. Jugend steht auf, Jugend wacht auf. Tu Buße. Kehr dich um und folge dem Herrn. Verlasse die Sünde und folge dem Herrn. Das ist der wahre Weg. Wir werden nochmal so eine Sendung machen, aber für heute ist es die Botschaft, die wir euch mitteilen wollten. Tut Buße und hört auf damit, Jugend. Folge dem Herrn, er ist das Licht der Welt, der wahre Weg, der einzige Weg, der uns in den Himmel bringt. Joshua Mashiach. Seid gesegnet im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Weil wir haben schon 14.